Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Endlich mal wieder ein Video von mir. Ihr seht, es hat einen übelst geilen Ausblick hinter mir. Hier unten seht ihr einen See und da hinten eine Stadt und das ist Stockholm. Ich bin in Schweden und wir haben hier tatsächlich in Schweden, wo eigentlich es ziemlich flach ist, also ich sehe gerade weit und breit von hier aus keinen Berg, außer den, auf dem wir stehen, haben wir tatsächlich einen Bikepark gefunden. Der hat zwar zu, wie ihr seht, ich stehe direkt unterm Lift. Der Nico chillt da im stehenden Sessellift. Aber wir sind hier ein bisschen am Treten. Eigentlich hat der Bikepark geschlossen, soll erst um 16 Uhr aufmachen. Wir wissen aber auch nicht so richtig, ob hier schon Saison ist oder nicht. Aber wir haben mit einem richtig coolen Dude vom Bikepark hier gesprochen. Und er hat gesagt, eigentlich haben sie zu und eigentlich ist hier auch irgendwie Fullface-Pflicht. Aber er liebt Fahrradfahren und deshalb können wir natürlich fahren gehen. Mega korrekt von dem. Wir haben tatsächlich kein Fullface dabei. Zumindest hier jetzt nicht. Sind hier, keine Ahnung, wie weit hergetreten von Stockholm. Sind da nämlich auf dem Campingplatz. Und ja, machen es einfach ein bisschen chillig. Lassen es ein bisschen chillig angehen und dann sollte das schon gehen. Genau. Wir checken mal aus, was der Bikepark hier kann. Wir sind, wie heißt denn der? Flotsbrö, ja, Flotsbrö Bikepark. Ich verlinke euch die Internetadresse oder Instagram oder so mal in der Videobeschreibung. Falls ihr mal hier in Stockholm seid, Bock habt Fahrradfahren zu gehen. Eine Abfahrt haben wir schon gemacht und ist eigentlich echt ganz cool gemacht. Ist jetzt nicht ultra weit, so 110 Höhenmeter ungefähr. Aber ich denke, wenn wir ein paar Abfahrten machen, wird es ganz cool. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf die Trails und genug gelabert. Und zu dem hier, was ich hier anhab, geht es gleich noch mehr. Aber jetzt machen wir erstmal eine Abfahrt. Let's go! So, Freunde. Abfahrt Nummer 2 für uns. Für euch jetzt Nummer 1. Aber dann ist es für euch ein bisschen spannender, wenn wir die Strecke schon ein bisschen kennen. Hier biegen wir mal in das rote Gebiet ab. Wow! Das war kleiner roter Abschnitt von der blauen Strecke hier. Krevet heißt sie oder so, irgendwie in die Richtung. Da unten hat es dicke Wallrides auf der grünen, aber ich glaube, die ist gesperrt. Da hat der Dude vom Bikepark uns gesagt, dass wir die nicht fahren sollen, weil da wohl, ja, da laufen sie wohl die Strecke ab und schauen, dass alles passt. Ich warte hier kurz auf den Nico. Okay, okay, fahren wir? Okay. So, hier kommt ein Drop. Sind wir vorher schon gefahren. Ist ganz chillig. Und danach hier ein paar Jumps. Woohoo! Hier kommen die Welle W. Alter! Oh. Das haben wir vorher noch nicht gesehen. Sind wir vorher noch nicht gefahren. Kommt der Nico, sehr gut. Erstmal die Gabel durchgeschlagen fast. Geil. Jo Leute, vielleicht noch ganz kurz zu den Sachen, jetzt habt ihr eine Abfahrt gesehen, schon ziemlich cool, zu den Sachen, die ich hier anhab. Und zwar Helm, Jersey, Hose, Schuhe. Ich bin hier einmal eingekleidet und zwar fahre ich ab sofort für Endura. Mega cool, mega geile Sachen. Bin richtig stoked, also in Zukunft werdet ihr viel Endura-Zeug an mir sehen und auch viele geile Bilder auf Instagram. Schaut da auf jeden Fall mal rein, ich verlinke euch das mal. Da seht ihr viele Bilder mit dem Zeug. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's weiter. Machen die zweite Abfahrt, beziehungsweise fahren einfach mal weiter.
gucken, was im Flottsbrö Bikepark in Schweden so abgeht. Und ich würde sagen, let's go. Oder Nico? Jo. Wie ist die Lage da? Ich bin gekocht, Alter. Gekocht. Es ist so affenwarm, es hat irgendwie, keine Ahnung, 27 Grad. Ich bin mit langen Klamotten, langer Hose und Protektor unterwegs. Ja. Aber macht Bock, wir sind einfach in Schweden. Let's go. So, Freunde, wir starten hier ein bisschen random. Aber da oben sind Bauarbeiten, da können wir nicht fahren. Und das müsste hier die Enduro sein. Sind wir mal gespannt, was es gibt. Alter! Krank! Oh, dicker Felgendurchschlag vorne. Krank! Geil, oder? Also, hier ist jetzt ziemlich flach, aber oben war das schon ziemlich geil. Ach du Scheiß. Nice. Okay, ich mach kurz langsam. Wart auf den Nico. Ah, hier. Weiter, hätte ich nicht sein. Juhu! Oh ja, Abkühlung, ey. Oh, der Wasseruhr. So, Leute, der Trail hier heißt irgendwie. Oh. Oh. Wow! Krank! Oh, wo lang? Wir machen hier ein bisschen Exploring. Wir fahren hier so Single Trails irgendwo durch den Wald. Komplett krank. Wow. Wow. Alter. Aber es muss auf jeden Fall irgendwas Angelegtes sein hier. Aber für so, keine Ahnung, Cross-Country XCO Zeug geht's auf jeden Fall asozial hoch. So, Freunde, weiter geht's. Der Trail hier heißt Canyons Over the Dead und ist irgendwie sowas, keine Ahnung, blau ausgezeichnet ist auf Trailforks, irgendwie so Single Trails neben. Geil, Nico, hier wird's nice. Woo! Alter, 1000 Möglichkeiten hier, Hilfe! Ja. Wow! Juhu. Geil! Alter! Oh. Steilfeld! Geil! Inside! Anlieger! Geil! Fahr rechts! Okay, es sieht auf jeden Fall wild aus. Hier. Also das gehört hier, glaube ich, nicht zum Bikepark. Aber das sind irgendwie trotzdem so
so ausgeschilderte XC rechts. XC Trails. Aber da dafür ist es schon not bad, ey. Jump. Woo!